Wir sind hier im sogenannten Templerhaus in Amorbach. Ich sage sogenanntes Templerhaus, weil es mit Sicherheit kein Sitz des Templerordens war, sondern eine der Bewohnerfamilien hat an einem Kreuzzug teilgenommen mit den Templern und daher hat sich dieser Begriff Templerhaus an dieses Gebäude hier festgemacht sozusagen. Was im obersten Stockwerk zu sehen ist, das sind zum Beispiel Reste von Tontöpfen, teilweise sehr gut erhaltene Tontöpfe, einer sogar erhalten, in dem noch alter Sauerteig festgestellt wurde. Dann wurde altes Glas gefunden, man muss sich vorstellen, was damals Glas bedeutet hat, es war also eine absolute Rarität. Man hat man dann den Boden eines Flaschengefäßes zum Beispiel gefunden. Wir sind hier im sogenannten schönen Zimmer, weil es wirklich der Prunkraum in diesem gesamten Haus ist. Allein von der Bemalung her, die ist original, was wir hier sehen. Um die Art der Bebauung zu demonstrieren, haben die Restauratoren immer wieder Teile der Balkenverbindung freigelegt, damit man sehen konnte, wie die damaligen Zimmerleute gearbeitet haben. Es ist das älteste Fachwerkgebäude in Ständerbauweise in Bayern und eines der ältesten in ganz Deutschland.